Vor allem, weil du auch kämpfen musst. Nicht deine Pokémon, du musst kämpfen. So, damit mir der gute Christoph jetzt hier nicht wegstirbt. So. Jetzt begeben wir uns wieder auf den Heimweg. Ist Pikachu noch da? Ja. Aber wenn die Nase läuft. Aber ich werde die jetzt nicht putzen, weil ich gleich eher aufhöre. Jo. Kann man diese Steine da oben echt kaputt machen? Was mit dir überhaupt? Ich bin nicht fit. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit kämpfen zu wollen? Wenn du nicht fit bist, dann kämpf nicht. Taubsi. Wenn es hier kommt, mach. Genauigkeit. Den ist halt daneben getroffen. Kann man eigentlich daneben treffen? Weil treffen ist ja eigentlich treffen. Und daneben treffen, weiß ich nicht. Tauboga. Nein. Sieht irgendwie komisch von vorne aus. Von hinten genauso, glaube ich. Ne, von hinten geht glaube ich. Ja. Och. Nehmen wir mal Donnerblitz. Vielleicht reißt das hier was besser. Oh. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Ui. Ui. Hier sind ja ganz viele Leute. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft, ne? Jetzt passt die Musik wieder. Vorhin ist sie nicht umgesprungen. Wir tun jetzt nochmal heilen. Und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen in dem Dorf um. Und die restlichen Trainer besiegen wir dann beim nächsten Mal. So, was haben wir denn hier? Okay, da geht's schon wieder weg. Das ist immer ein kleines Kaff, ne? Wer bist du denn? Ich hasse Team Rocket. Dragossos arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Dragosso, Dragosso. Boah, könnte ich mal andere Musik hier machen? Ist ja schlimm. Bist du der Obi? Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Von welchem Pokémon soll ich den Spitznamen beurteilen? Smetbo. Der Spitzname ist Smetbo, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer? Oder möchtest du ihn ändern? Meine Nase. Ah. Ändern. Gut, wie soll der neue Name lauten? So, dann ist die... Nun. Okay, der neue Name dieses Pokémon ist Shen. Ein noch schönerer Name als zuvor. Ja, du bist ja bla. Glutexo. Der Spitzname ist Glutexo, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir immer? Noch immer? Oder möchtest du ihn ändern? Name ändern? Ja. Gut, wie soll der neue Name lauten? Ristoo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 o
Oh, das passt ja gerade so. Ja. Okay, der neue Name dieses Pokémon ist Christoph. Ein noch schönerer Name als zuvor. Schön. So, jetzt habe ich unsere Pokémon mal umbenannt. Oh, ein Markt. Du siehst komisch aus. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Ja, im Markt, du Idiot. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder Kraft geben. Hallo, Kribla. 17.000! Oh. Superball. Kaufen wir mal 10 Stück. Supertrank. 5 Stück. Fruchtseil. Superschutz. Feuereis, bla bla. Okay, du hast nur noch Kacke. So. Haben wir hier auch alles? Ach, jetzt kommt die Musik wieder. Oh. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Was ist denn hier? Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Nidorino! Nido! Was ist hier für ein Buch? Großes Pokémon-Gewinnspiel. Oh, es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Oh, das ist aber nett. Oh, ein Enton. Ich liebe Enton. Okay, was hast du hier zu erzählen? Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jeder Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Was mit dir? Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Nein. Ah, natürlich nicht. Und dieses weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Haha, lustig. Was mit dir? Boah, was ist denn los? Gefällt dir die Musik anscheinend, ne? Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. So, ich guck mal gerade, was hier neben noch ist. Hier. Das ist auf jeden Fall eine kleine Stadt, das ist schön. Trainers. Okay. Gut. Dann stelle ich mich hier hin zum Speichern. Und werde jetzt noch sagen, was wir als nächstes machen werden. Und zwar werden wir hier oben die letzten drei sind es auf jeden Fall, drei Pokémon-Trainer noch besiegen. Werden dann unsere Pokémon nochmal heilen, weil wir wahrscheinlich wieder derbe abkacken. Und dann werden wir links den Weg. Nee, werden wir erst noch in den Turm da gehen, genau. Und das wird bestimmt lustig. Aber gut. Ich schätze mal, dass Team Rocket in dem Turm drin ist. Weil da wurde ja öfters von jetzt gequatscht von Team Rocket und bla bla bla, Seelen auf dem bla blub. Ja, und wenn wir das dann geschafft haben, dann gehen wir links weiter. Und wir sehen da noch die paar Leute, die da kommen. Und dann werden wir mal sehen, wo wir da hinkommen überhaupt. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass wir dann von der anderen Seite an das Relaxo kommen. Und vielleicht finden wir auf dem Weg die Pokéflöte. Falls das irgendwie. Vielleicht ist das ja so gedacht, ich weiß es nicht. Na gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Wir waren auch wieder schon doch recht produktiv. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!